So, da wären wir auch schon wieder. Ja, der Soundtrack ist einfach nur genial. Aber ja, wir wollen nicht den Soundtrack angucken und sehen, wie diese Raketen hier lang fliegen, die bestimmt abgeschossen wurden, weil kein Preisgeld bezahlt wurde. Aber wir starten jetzt ein neues Spiel. Einfach, mittelschwer. Einfach auf keinen Fall. Mittel oder schwer? Schwer werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, weil ich keine Ahnung habe, wie die Spielmechaniken genau funktionieren. Das heißt Mittel. Und Videohinweise ruhig an. So, jetzt haben wir die Wahl, welches Genie wir spielen wollen. Maximilian, lese ich kurz mal vor. Übernehmen Sie die Kontrolle als Maximilian. Sie sind ein zu klein geratener, übellauniger, völlig verrückter und unglaublich reicher Großindustrieller. Ihr Ehrgeiz treibt Sie dazu, die Welt mit der Hilfe hochmoderner Forschung und technologischer Übermacht unterwerfen zu wollen. Ja, von dem Charakter her passt es eigentlich ganz gut. Also primär, dass er durch Forschung und Technik die Welt unterbringen will. Aber er ist mir zu klein und dick und überhaupt. Was mit dir da? Übernehmen Sie die Kontrolle als Alexis. Sie sind eine elegante und wunderschöne, anbetungswürdige Multimillionenerbin. Ihre Schönheit verlangt äußersten Respekt und Loyalität von jedem, die das große Glück haben, ihnen dienen zu dürfen. Ja, das sind also die Vorteile wahrscheinlich, die die Charaktere bringen. Er hier hat wahrscheinlich einen Bonus auf Forschung und sie hat einen Bonus auf Loyalität. Was ist mit Shen Yu? Übernehmen Sie die Kontrolle als Shen Yu oder Yu. Sie sind geheimnisumwittert und undurchschaubar. Der mysteriöse Superverbrecher, der erst zum Superagenten und dann zum fiesen Genie wurde. Ihr Geheimnis, weltumspannendes Netzwerk von Verschwörern, sichert ihnen Einfluss über die Regierung der Welt. Das klingt doch sehr praktisch. Also er ist eher der Strippenzieher im Hintergrund. Außerdem gefällt mir seine Pose. Also mit den Händen hinterm Rücken verschränken und so. Ja, ich glaube, den nehme ich. Start. Excellent. Ja, mit dem Finger zusammenlegen passt auch sehr gut. Erinnert ein bisschen an Ming von Flash Gordon. Das sieht nicht sehr stabil aus. So, gucken wir, was für eine Insel wir bekommen. Lord Kane, neuer Handlanger. Stopp, Pause. Also wir haben hier unseren Handlanger. Das ist jetzt nicht Eli, sondern Lord Kane. Der Erzverschwörer höchst selbst. Okay, Doppelklick. Was hast du denn so Tolles? Du hast 80 Lebensenergie, 100 Loyalität, 60 Klugheit, 50 Aufmerksamkeit. Das ist also sein Schlimmstes. Wahrscheinlich sieht er nichts wegen dem Hut und den Haaren. 70 Ausdauer. Hat schon 20 Erfahrungspunkte. Hat die Fähigkeit, Bedienstete sammeln. Okay. 130 Punkte braucht er noch für Psychoterror. Und 330 für raffinierter Kerl. Was auch immer die Sachen machen. Seine Aufgabe momentan, patrouilliert auf ihrer Basis. Ja, okay. Klicken wir raus, zoomen wir raus. Und hier haben wir jetzt unsere Insel. Wir haben hier unser Geldlager draußen. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Also wie gesagt, ich hatte ja schon mal für eine Stunde gespielt. Tutorial und noch ein bisschen was von der Originalmission hier. Und da startete ich auch hier draußen mit einem Geldlager. Was ich ziemlich unsicher finde. Aber wenn wir später unsere Agenten in die Welt schicken, kommen die auch hier wieder an und deponieren das Geld in dem nächstgelegenen Depot. Also in dem Tresorraum hier. Das heißt, wenn wir einen Tresorraum ganz in unserem Berg drin hätten, müssten die erstmal tierisch weit laufen. Also werden wir wahrscheinlich zwei von den Dingern einlegen. Einen hier draußen und einen ganz drinnen, damit die feindlichen Agenten es nicht zu leicht haben, um an unser nicht verdientes Geld zu kommen. Aber gucken wir jetzt erstmal die anderen Sachen durch. Hier sind unsere Handlanger gewesen. Wir haben ein momentanes Limit von 5. Da sollten wir mal draufstellen. Wir erhöhen aber nicht diesen Bedarfsbalken hier. Das würde zu viel kosten und außerdem haben wir eh nicht so viel Platz. So, raus. Dann zoomen wir mal ein bisschen rein und legen jetzt den Weg fest, den unsere Festung allgemein haben soll. Und ja, ich habe Festung gesagt, ich habe zu lange Dwarf Fortress gespielt. Aber es ist halt unsere Festung des Bösen. Das passt schon. Also, Korridor. Wir hätten gerne einen Korridor, der muss immer mindestens 2 breit sein. So. Das schaut doch gut aus. Und dann hier. Also mein Plan ist es, einen ganz langen Korridor zu haben.
Und von dem gehen alle 19.000. Autsch. Also ja, einen ganz langen Korridor zu haben, von dem alle Räume abgehen. Und je nachdem, was für ein Raum es ist, ist er halt weiter vorne oder weiter hinten in unserem Komplex. Zum Beispiel unser Kontrollraum und unsere Goldkammer wird dann ganz hinten sein, dass die feindlichen Agenten sich erstmal durch ein ganzes Netzwerk von Fallen prügeln müssen, um dahin zu kommen. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob ein ganz gerader Gang da Sinn macht. Ich weiß halt nicht, wie die Fallen funktionieren. Vielleicht brauchen die Fallen ja auch immer so einen Knick, wie hier. Aber das werden wir halt lernen müssen. Das kaufen wir schon mal und bestätigen wir. Hier draußen gibt es auch schon Gebäude. Und wir haben hier allgemeinen Platz, um noch externe Anlagen aufzubauen, wie zum Beispiel ein Hotel. Ja, das klingt ein wenig komisch, aber unsere eigenen Handlanger und Bediensteten sind manchmal auch sowas von angespannt, dass sie dann zu Zivilisten werden. Und dann auch im Hotel einkehren und ins Casino gehen spielen und so weiter. Und wir kriegen vielleicht auch so noch Touristen. Was müssen wir gucken? Erstmal lassen wir das Spiel jetzt weiterlaufen, damit unsere Jungs auch was zu tun haben. Also er patrouilliert und ihr holt jetzt wahrscheinlich genau die Koffer, um mit den Koffern das Dynamit zu kaufen, um mit dem Dynamit den Weg hier freizusprengen. Ich gucke schon mal hier auf unsere Aufgabenliste. Wir sollen eine Kaserne bauen. Sie benötigen mindestens ein Etagenbett und einen Spind. Bevor sie Bedienstete um die Welt schicken können, damit sie in Farmaktionen durchführen können, müssen sie einen Kontrollraum erstellen, um die Informationen zu sortieren. Dafür benötigen sie mindestens eine Bedienkonsole und eine Speicherbank. Es scheint, dass sie schon beobachtet werden, bevor sie überhaupt angefangen haben. Irgendwo auf der Insel befinden sich einige blöde Ermittler, die über ihre Ankunft bereits informiert sind. Eliminieren Sie sie. Okay. Lord Kane mit der Lizenz zum Töten. Da sind doch welche. Die sind mit dem Drachen angeflogen gekommen. Wie geil. Gucken wir mal, ob er das alleine schafft. Ich hoffe es einfach mal. Dann kriegt er nämlich schöne Erfahrungspunkte. Und ist ein guter Test seiner Fähigkeiten. Hoffentlich hat er Fernkampfwaffen. Ich weiß nicht, ob man die Leute ausrüsten kann mit Waffen. Zack. Ja, genau, schalte einen aus, bevor die an ihn rankommen. Die anderen kratzt das wohl gar nicht. Okay. Die Option eben gerade, also diese Nachricht war... Au, 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 au. Komm schon. Die Nachricht eben war, dass wir einen neuen Raum bekommen haben, und zwar einen Gefrierraum. Da kann man diese Leichensäcke einlagern, denn zum einen demoralisieren die Leichensäcke unsere Angestellten und es ist natürlich ein wenig verdächtig, wenn überall Leichensäcke rumliegen. Das heißt, irgendwelche Ermittler könnten das dann als Grund nehmen, uns Probleme zu machen. Das heißt, wir müssen auch bald einen Gefrierraum einrichten. Aber hier ist das schön abseits, das heißt, wenn Touristen kommen, denke ich mal, gehen die eh nur hier rein und hier unten vielleicht hin. So, was machst du jetzt? Gehst du wieder Patrouille oder patrouilliert auf ihrer Basis? Ja, das ist sehr gut. Oh, die Sprengung. Sehr schön. Wusch, 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 wusch. Sehr stylisch, dass die Wege übrigens frei gesprengt werden und nicht irgendwie frei gebuddelt werden. So gehört sich das. Und da ganz am Ende bauen wir gleich unseren Kontrollraum. Ruhig schon ein bisschen größer. Denn je mehr Leute daran arbeiten können, desto mehr können wir auch unsere Aktionen auf der Weltkarte koordinieren. So wie ich das verstanden habe. So, jetzt hätten wir gerne die Maus frei. Oh, was macht er denn da jetzt? Ah, stimmt, das muss erstmal noch zu Ende gebaut werden. Nee. So, jetzt aber. Wir hätten gerne hier unseren Kontrollraum. Kontrollraum. Einmal die Tür. Und dann... Ich weiß nicht mehr genau, wie groß die Bänke waren. Ich mache das bis zum Ende. Und dann erstmal so. Dann mache ich weiter. Mach Pause erstmal. So, du wirst nicht weiter eingerichtet, sondern du wirst... Nee. Weiter. Objekte. Genau, da haben wir die Bedienungstafel. Daran können zwei Leute arbeiten. Einmal drehen. So. Das heißt, wir hätten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Computern. Und dann könnten wir hier noch eine Reihe machen. Und da dann noch eine Reihe. Wenn es so ist, dass man
Also momentan sind die Füße ja auf dem Feld hier, auf dieser Reihe, auf der zweiten Reihe von oben. Also wenn wir hier auch einen hinsetzen, ist die zweite Reihe von oben von beiden Seiten belegt. Aber das müsste eigentlich klappen. Ja, dann ist der Raumdesign so schon sehr gut, denke ich mal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so viele Computer brauchen werden, aber ich denke lieber in die Zukunft, anstatt dass wir Räume später abreißen müssen, alles neu machen. Also wir hätten jetzt gerne eine Kontrollkonsole. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hier am Anfang, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Und nach bauen wir es dann in die Richtung weiter. Dann brauchen wir noch eine Speicherbank. Ich weiß nicht, wofür die da ist. Ich weiß nur, dass man eine bauen muss. Das heißt, wir bauen jetzt... Haha, okay, das könnte bei dem ganzen Plan ein wenig unangebracht sein. Das machen wir kurz mal weg. Escape. Wir machen jetzt hier noch eine Reihe hin. Und da kommen dann die Speicherbänke hin. So müsste es platztechnisch immer noch hinhauen. Also kommt hier noch eine Reihe von den Kontrolltafeln hin, hier noch eine Reihe Kontrolltafeln. Hier ist der Zugang zu den Kontrolltafeln. Und hier unten sind dann die Speicherbänke. 40.000. Ach du gute Güte. Ja, das ist teuer. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie man Räume erweitern kann. Deswegen mache ich die lieber gleich so groß, anstatt später Probleme zu haben. So, jetzt hätten wir noch keine Speicherbank und die soll bitte dahin. So, sehr gut. Fertig. Das hätten wir also schon mal. Jetzt brauchen wir noch eine Kaserne. Die Kaserne kann ruhig relativ nah am Eingang. Das heißt, wenn feindliche Agenten schon mal hier reinkommen, werden sie dann gleich von den ganzen Mitarbeitern angegriffen, die sich ja eh wahrscheinlich hier in der Kaserne aufhalten werden. Also, Kaserne. Nimm, nimm, nimm. Kann ich die gleich hier ranbauen? Sieht irgendwie komisch aus. Nee, nee, das ist mir suspekt. Das nehmen wir mal weg. Das nehmen wir weg. Dann machen wir da gleich eine Tür. Und da auch noch eine Tür. Das heißt, wenn sie irgendwas draußen erledigen müssen, können sie hier schnell raus. Und sonst können sie halt dadurch, wenn sie irgendwas in der Basis erledigen müssen. Kommt das von dem Platz denn einigermaßen hin? Wir brauchen Doppelbetten. Die müssen von beiden Seiten zugänglich sein. Also könnten wir hier eine Reihe von Doppelbetten bauen. Die sind von beiden Seiten zugänglich. Und dann hier eine Reihe von Spinden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten. Und hier 6 Spinde. Wäre Platzverschwendung. Nö, dann machen wir es ganz ein wenig größer. So, also hätten wir hier... Ne, anders. Die zweite Tür gefällt mir doch nicht mehr so sehr wie am Anfang. Also hier eine Reihe wären 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir hier noch eine bauen, 1, 2, 3, 4, 5, wären 11. Und dann müssten wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne, das passt nicht. Die Spinde braucht ja auch noch Platz und Zugang. Also ich mache die Tür da mal weg. Mach die Tür hier mal hin. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Dann haben wir hier eine Reihe Betten bis nach da unten. Und hier eine Reihe Betten nach da unten. Die können dann von da, da und da jeweils begangen werden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Betten haben wir dann. Also brauchen wir auch 12 Spinde. Hier können wir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hinstellen. Das heißt, wir brauchen hier noch mehr Platz. Da noch 3. Ja, sieht jetzt mir nicht mehr sehr symmetrisch aus, aber wir müssten noch Platz haben. Gucken wir mal kurz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee. So. Oh, wir höhlen den ganzen Berg aus. So. Ja, nur die Ecken bringen uns, glaube ich, gar nichts. Also erstmal Leertaste, das Spiel läuft die ganze Zeit weiter. Also ja, Ecken bringen uns nichts. Weil die Spinde von da aus nicht zugänglich sind. Machen wir das Ganze mal wieder rückgängig. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 3, 7, 9. Und da kann der Rest hin. Okay. Nicht besonders schön der Raum. Aber wir haben jetzt wenigstens hier noch Platz für irgendwas anderes. So wie so eine Kühlkammer. Und das kostet jetzt schon mal 9.900. Okay. Dann hätten wir gerne noch Gegenstände. Ein Etagenbett. Der Anfang von dem Ganzen. Da. Und ein Spind als Anfang. Da. Ich glaube, ich baue gleich noch eins.
Und noch eins, damit wir möglichst schnell möglichst viele Angestellte bekommen. Und dann noch ein Spind hier und ein Spind da.